Ja, hallo, Alex hier. In dem vorherigen Video habe ich euch schon einiges über diverse Arca-Sys-kompatible Klemmen von dem Hersteller Mengs erzählt und erklärt und gezeigt. Und in diesem Video soll es über dementsprechend kompatible Schienen gehen, wie zum Beispiel diese Schiene hier von Mengs oder eben auch so ein relativ kompatibler, Arca-Sys-kompatibler L-Winkel von Mengs. Ich kriege kein Geld von dem Hersteller, habe mir das ganze Zubehör von meinem eigenen Geld gekauft, bin damit nicht gesponsert und habe dazu auch gute, wie ich finde, unabhängige Meinung. Und genau darum soll es in diesem Video gehen. Alle Produkte findest du in der Beschreibung zu diesem Video verlinkt. Und wenn du darüber einen dieser Artikel kaufst oder auch ein anderes Produkt, unterstützt du mich und diesen Kanal ein wenig. Und dafür bedanke ich mich schon mal. Ja, und das sind die zwei Schienen und der L-Winkel, um die es in diesem Video gehen soll. Beginnen möchte ich hier mit dieser kleinen Schiene, die auf den Namen Mengs BPL 160 hört. Diese Schiene kostet in etwa 23 Euro bei Amazon, hat eine Gesamtlänge von 16 cm und die Skala geht hier von 0 bis 14 mm, wie man sehen kann, die kann man auch wirklich ganz gut ablesen, diese Skala. Und diese Skala gibt es eben auch nochmal hier an der Seite zu sehen, dort nicht beschriftet. Man kann hier vom Profil hier auch gut erkennen, dass diese Schiene Arca-Sys-kompatibel ist auf der Ober- und Unterseite, also auf beiden Seiten. Auf der Unterseite kann man auch noch schön sehen, dass hier alles ausgefräst ist, dass die Schiene auch nicht zu schwer ist. Links und rechts gibt es noch zur Sicherung eine kleine Inbusschraube. Auf der Unterseite gibt es eine übliche 1/4 Zoll Flügelschraube, die man auch mit einem Geldstück festziehen kann oder mit einem geeigneten Inbusschlüssel. Den kann man hier auch noch eben nutzen. Hier in der Mitte gibt es noch eine kleine 1/4 Zoll Kerbe. Da kann man diese Schraube entsprechend auch rausdrehen. Und ansonsten kann man diese Schraube hier entsprechend frei verschieben. Wenn man dann zum Beispiel direkt eine Kamera oder eine andere Arca-Sys-kompatible Platte hier aufschrauben möchte. Ja, und viel mehr kann diese kleine Schiene oder doch etwas längere Schiene eben auch nicht. Und sie ist aber verhältnismäßig hochwertig verarbeitet und ziemlich exakt. Das merkt man auch daran, wenn ich jetzt zum Beispiel diese Klemme hier nehme, die ich ein wenig aufdrehe, die ich übrigens in dem vorherigen Video vorgestellt habe. Jetzt haben wir natürlich diese Sicherungsschraube, die hier im Weg ist. Ich setze die mal hier eben in der Mitte auf, ziehe diese fest. So, jetzt ist diese festgezogen. Wenn ich die nur ein bisschen lockere, dann kann man sehen, dass ich die hier komplett lang schieben kann. Und anhand dessen kann man schon erahnen, dass die Verarbeitung einigermaßen genau ist. Sie müsste nicht ganz genau sein, da ja diese Klemmen relativ flexibel sind von der Breite, wie man diese eben entsprechend anbringen kann. Ja, eine ähnliche Schiene, aber nicht die gleiche Schiene, ist diese hier. Die BPL 180 von Mengs kostet 27 Euro. Die würde ich euch auch ein wenig eher empfehlen, da die dann einfach nochmal mit 18 cm ein wenig länger bzw. breiter ist. Hat hier oben auf der Oberseite auch eine Libelle und die Skala geht auch nur 15 cm hier lang. Aber man hat hier hinten halt noch einen Rest über. Der kann dann später auch noch sinnvoll sein. Dann gibt es hier zwei Schlitze. Hier werden auch zwei Flügelschrauben mitgeliefert, wie ich euch die gerade gezeigt habe, wie diese hier in der anderen Schiene. Die habe ich hier rausgenommen, da ich diese eben nicht benötige. Ist aber möglich, diese einzusetzen. Dort ist ein ganz kleines 1/4 Zoll Gewinde, dort auch. Und hier in der Mitte interessanterweise ist auch noch ein 1/4 Zoll Gewinde untergebracht. Ansonsten sieht die Schiene auch wieder von der Seite so aus, hat dort wieder eine Skala. Auf der Unterseite ist hier auch wieder eine Menge ausgefräst und hier gibt es dann auch nochmal dieses 1/4 Zoll Gewinde auf der Unterseite. Links und rechts wieder diese kleine Inbusschraube und auch hier kann man noch zwei längere Schrauben verschrauben, wenn man es denn braucht. Ich habe das bislang noch nicht benötigt und genau, soweit zu den Optionen dieser Schiene. Eigentlich ziemlich einfach aufgebaut. Dann gibt es hier noch einen sehr, sage ich mal, bekannten L-Winkel von Mengs mit der Bezeichnung MPU 100. Der kostet etwa 16 Euro. Man muss auch sagen, nur 16 Euro. Das ist wirklich nicht viel Geld für einen solchen L-Winkel. MPU 100, das heißt, dieses Maß, ich habe es nicht nachgemessen, müsste aber mal 10 cm sein. Und genau, das besitzt der L-Winkel besitzt dann auch nochmal hier eine 1/4 Zoll Schraube. Und hier kann man direkt eine Kamera
eben befestigen. Dann gibt es hier nochmal ein Viertelzollgewinde, hier noch eine kleine Ausfräsung. Es gibt auch die Möglichkeit, hier dann ein Gurt unten an der Kamera noch anzubringen, im Rahmen dieser Ösi hier halt einfach. An der Seite ist natürlich der Winkel hier, sonst wäre es ja kein L-Winkel. Den kann man durch diese Inbusschrauben hier abschrauben. Und genau, dann gibt es nochmal diese hohe Seite hier und die Unterseite hier und diese Seite an der Seite, die haben natürlich diese Arca-Swiss-kompatiblen Aufnahmen, um eine Kamera im normalen Querformat, aber auch im Hochformat, ohne den Stativkopf drehen zu müssen, anzubringen. Und auch hier gibt es nochmal diese kleine Sicherungsimbusschraube. Insgesamt auch dieser L-Winkel hochwertig verarbeitet und gefällt mir sehr gut. Es gibt Hersteller, die haben noch eine höhere Qualität und so weiter. Dafür zahlt man aber dann auch schnell das Vielfache. Ja, so viel dazu, was man damit machen kann, möchte ich euch im Kern eigentlich in dem dritten Video zeigen. Aber ein ganz kleiner Hinweis mal darauf, was denn noch auf euch zukommt, ist, ich kann hier zum Beispiel dieses kleine Manfrotto-Tischstativ kann ich nutzen, um hier diesen Langwinkel aufzuschrauben. Und dieses Manfrotto-Tischstativ hatte ich schon mal ausprobiert in den letzten Videos, müsst ihr mal nachgucken, trägt auch meine Canon EOS 6D mit dem 24-105mm Objektiv. Nur dann kippt das innerhalb von 10 Minuten ganz leicht nach vorne ab und selbst hier kann man diese Schiene einfach draufschrauben. Na klar muss man wieder ein bisschen mehr Gewicht mitschleppen, ist auf jeden Fall trotzdem noch einiges leichter als ein großes Stativ. Dann kann man hier diese kleine bereits vorgestellte Mengs-Klemme, die DC25, verwenden und die kann man dann einfach mal hier so oben drauf schrauben. Das Ganze sieht jetzt natürlich ein bisschen wackelig aus, aber das hat, ich muss das hier auch nochmal richtig festdrehen, aber das hat den riesigen Vorteil, dass ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Kamera draufsetze, die ein schweres Objektiv hat, dass ich die einfach etwas nach hinten verschieben kann und so hält auch so ein kleines Tischstativ auf einmal wesentlich mehr Gewicht aus, da ja quasi die Balance geändert wird. Und seitlich haben auch größere Kameras meistens nicht so ein starkes Gewicht, also das heißt, da wo der Batteriegriff ist, wo der Akku eben drin steckt, da sind die Kameras oft schwerer, aber nicht so schwer, dass das Ganze hier eben umfallen würde. Das ist ganz interessant und dann gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten, was man damit machen kann. Aber das gibt es dann in dem nächsten Video zu sehen. Bis dahin würde ich mich über ein bisschen Feedback von euch freuen, über einen Daumen nach oben und wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu das bitte jetzt und bis zum nächsten Video dann. Ciao!